Hallo Leute, mein Name ist Alexander Luhn, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Und ich möchte heute mal auf ein Thema eingehen, welches mir in meiner täglichen Praxis häufiger begegnet und was dann aber manchmal zu etwas Verwunderung oder Irritation führt. Und zwar, gut, dass für einen Immobilieninvestor gerade wenn man wachsen will, dass Liquidität und Eigenkapital immer ein Thema ist, das ist ja naheliegend und das weiß auch jeder. Und da hat nun der eine oder andere mal die Idee, die hier grundsätzlich nicht verkehrt ist. Okay, ich habe schon bestehende Immobilien, ich habe da auch schon ein bisschen was getilgt und dann könnte man ja jetzt diese freien Grundschulden als zusätzliche Sicherheiten nutzen. So weit, so clever, scheitert aber manchmal, nicht immer, aber scheitert teilweise an der Wirklichkeit. Nehmen wir mal das Szenario an, du hast jetzt du hast eine Immobilie gekauft, meinetwegen für 500.000 Euro, die war auch die 500.000 Euro vom Verkehrswert erstmal wert, also das war okay, und die 500.000 Euro wurden auch finanziert. Jetzt hast du diese Immobilie oder den ursprünglichen Kredit in Höhe von 500.000 Euro schon getilgt bis auf 400.000 Euro runter, dann wäre es jetzt natürlich naheliegend zu glauben, man hat 100.000 Euro freie Grundschulden und kann diese 100.000 Euro einsetzen, um damit wieder das nächste Investment für 500.000 Euro mit zu besichern, jetzt so im Rahmen Absicherung der Kaufnebenkosten und vielleicht auch noch ein bisschen was vom Kaufpreis. Mal davon ab, dass solche Querbesicherungen, gerade wenn man mal eine Immobilie verkaufen will oder sich bei einer neuen Bank vorstellt, andere spezielle Nachteile haben, nur mal rein zum Thema der Machbarkeit. Tatsächlich ist es ja so, dass die Bank immer einen Verkehrswert ermittelt, das waren vielleicht die 500.000. Aber auch eine Beleihungswertermittlung, in der die Bank also schaut, naja, was ist diese Immobilie, wenn wir die jetzt verwerten müssen, was kriegen wir auf jeden Fall? Auch beispielsweise in einem anderen Marktumfeld, in einer anderen Wirtschaftslage, meinetwegen, wenn zum Beispiel gerade Corona ist, kurzer Exkurs mal, wer jetzt gerade in dieser Corona-Zeit Angst hat, dass der Staat oder der Staat mit irgendwelchen Zwangsgrundschulden und Lastenausgleich oder die Banken mit Nachbesicherungen in die Kekse greifen, der schaut mal bitte unter dem Video, da ist was verlinkt dazu. Das nur am Rande. Also grundsätzlich macht die Bank halt die Beleihungswertermittlung und da ist jetzt bei Wohnimmobilien häufig so in einer normalen Marktphase, dass halt der Beleihungswert in der Regel so um die 80% vom Verkehrswert ist. Also wie gesagt, so immer ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das heißt, wenn du ein 500.000 Euro Investment hattest, war das ja aus Sicht der Bank nachhaltig schon immer nur 400.000 wert. Was also bedeutet, wenn du jetzt auf 400.000, also du kriegst ja trotzdem die 500.000 finanziert, weil es ja vom Verkehrswert her okay ist und die Bank dann sich anschaut, also die meisten kriegen das finanziert, die Bank schaut sich halt an, na okay, es ist kein überteuerter Einkauf, es sind zwar 100.000 Blanko, aber die sind, wenn die Bonität okay ist, dann kann man die 100.000 Euro halt auf der Bonität sichern. Weil jemand nur die Bonität nicht gut ist, verlangt die Bank Eigenkapital. Aber selbst wenn du eine gute Bonität hast und hast das Objekt damals zu einem normalen Kurs eingekauft, dann bedeutet ja jetzt, wenn du von 500 auf 400.000 Euro getilgt hast, nicht, dass du 100.000 Euro freie Grundschulden hast, sondern dass erstmal die bestehende Bank, die dich finanziert hat, jetzt erstmal aus dem Blankorisiko ist und jetzt einen normalen Immobilienkredit hat. Das ist weder für die Bank, bei der du oder das ist für die Bank, bei der du den Kredit hast, schon nicht so attraktiv, jetzt das Risiko wieder aufzufüllen. Und für eine andere Bank ist es dann halt tendenziell noch unattraktiver, weil die sind ja im Zweifelsfall, wenn irgendwas schief geht, nicht nur nach der noch offenen Restschuld für den Erstranggläubiger dran. Die offene Restschuld des Erstranggläubigers könnte ja aus dem Verkaufserlös befriedigt werden, wenn das jetzt alles mit Beleihungswert und Restschuld so passt. Da hat aber der Erstranggläubiger ja seine Verfahrenskosten noch nicht drin.
Aber auch die müssen erstmal irgendwie bezahlt werden und dann kommt erst eine potenzielle neue Bank, die sich da mit einer nachrangigen Grundschuld zufrieden gegeben hat. Merke also zwei Sachen. Zum einen, wenn du stille Reserven bei Immobilien nutzen möchtest und dann mit zusätzlichen oder mit freien Grundschulden arbeiten willst, ist neben dem Thema Tilgung, was häufig etwas mühsam ist, kommt natürlich auch darauf an. Es gibt da Leute, die kaufen extrem krass und extrem günstig ein, aber schwierig. Natürlich sind Ertragssteigerungen immer ein Thema. Also wenn du den nachhaltigen Ertrag eines Objektes um 20% gesteigert hast, was ja machbar ist, ein paar Mietanpassungen und so weiter, durchschnittliche Miete von 6 auf 8 hoch, das geht ja in einer angemessenen Zeit, dann ist das Objekt halt im Verkehrswert bei 600.000 und der Beleihungswert dann vielleicht, weil die nachhaltigen Mieteinnahmen ja trotzdem da sind, bei 450.000. Und wenn das Objekt dann im Beleihungswert 450.000 wert ist und ich habe es auf 400.000 getilgt, dann kommt man so langsam in eine Richtung, aus der man was gemacht kriegt. Wegen 50.000 Euro zusätzlichen Sicherheiten jetzt für eine neue Bank eine komplette Objektprüfung machen, ist jetzt zwar auch nicht deren beliebteste Aufgabe, tun sie aber. Man sollte halt, wenn man jetzt so bei einer bestehenden Bank nochmal neu rein, nochmal das Objekt zu recyceln in Form von freien Grundschulden, sind so 50.000 Euro echte freie Grundschulden, die Unterkante für eine neue Bank wären es jetzt auch okay, wenn es 100.000 Euro echte Sicherheiten sind.